Eine bipolare Erkrankung ist eine affektive Erkrankung mit Zuständen von Freudlosigkeit, Interessenlosigkeit im Rahmen sogenannter depressiver Episoden. Aber wir haben auch Phasen von Aufgedrehtsein, Überdrehtsein, Aufgeputschtsein, was wir entweder als hypomane oder manische Episoden nennen. Es gibt noch eine Mischung von beiden, was gemischte Episoden sind. Die wechseln sich ab. Es gibt zwischendurch Phasen von ganz normalem Wohlbefinden. Das ist eine Erkrankung, die in nicht geringem Maße genetisch determiniert ist, auch frühes Erwachsenenalter startet, Männer als auch Frauen betrifft und auch hier einer Therapie gut zugänglich ist. Sowohl eine Kombination von einer medikamentösen Therapie und psychoedukativen Elementen.